Moinsen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir kommen dem Ziel immer näher. Wir sind jetzt bei den Top 30 bis 21 FIFA 18 Ratings. Und es wird immer interessanter und interessanter und interessanter. Natürlich wissen wir, wer auf Platz 1 ist. Das brauchen wir auch nicht spoilern und uns irgendwie raten. Klar wird das Ronaldo sein. Aber was für Überraschungen gibt es jetzt noch dazwischen? Das wird sehr, sehr interessant. Und es ist ja auch immer eine sehr spannende Sache, darüber zu diskutieren, wie diese Spieler, warum und weshalb. Heute zum Beispiel werden wir einen Spieler haben aus der Bundesliga, wo ich sage, wo ich auf Instagram schon gepostet habe, ist das fair? All das werden wir heute diskutieren. Mal gucken, ob heute die Tradition sich weiterführen wird. In jedem Rating-Video habe ich bisher einen großen Fehler gemacht. Entweder war es bildgestalterisch ein Fehler oder ich habe was Falsches gesagt. Mal gucken, was heute passiert. Wenn ihr was findet, ich gebe euch auf jeden Fall in den Kommentaren ein Herz. Wir lassen mal die Tradition weiter. Mal gucken, ob ich es heute vielleicht schaffe. Heute mit meinem Spezialhut, denn die Sonne scheint in Hamburg. Es ist schönes Wetter. Und was macht der liebe Dico? Ich glaube, ich war gefühlt seit 8 Tagen nicht mehr aus dem Haus. Aber ist egal, wir legen los mit einer ersten kleinen Ankündigung, denn ich habe auf Kommentare im letzten Video drauf reagiert und habe es nochmal vorbereitet, weil das stimmt natürlich, das sollten wir wirklich machen. Und zwar habe ich das jetzt nochmal hier angegeben, Dele Alli sollte auch ein Superhero Award, ich nenne es jetzt Award, nicht Stempel, bekommen. Warum? Ich habe ja schon gesagt, wenn man es schafft in den nächsten 3 Jahren oder innerhalb von einer 3-Jahresspanne, eigentlich 2-Jahresspanne ist es ja, über 10 Attributen mehr bekommt, gilt das als Superhero und Dele Alli ist ja bekannt als Superhero. Unglaublich. Und wenn du nochmal siehst, in FIFA 16 hatte er eine Silberkarte 72 Stärke. Ja, das muss man sich mal überlegen. Dann bekommt er ein Mega-Upgrade in FIFA 17 von 72 auf 82. Er hat natürlich auch schon ein Winter-Upgrade auf 84 bekommen, wenn ich jetzt richtig liege. Oh, da kommt schon der erste Fehler vielleicht. Auf jeden Fall wird er jetzt in FIFA 18 84 Stärke haben. Hatten wir schon in einem anderen Video. Er ist auf Platz 93 unter i-Infokasten oder im Abspann. Kannst du dir die Videos nochmal reinziehen, wenn du die noch nicht kennen solltest. Jetzt kommen wir zu Top 30 bis 21 und auf Platz 30 ist dieser Spieler. Ibrahimovic ist also auf Platz 30 und er bekommt ein Downgrade von 90 auf 88. Auch hier werden wahrscheinlich die Scouts, die die ganzen Attributen bei EA Sports bestimmen, wahrscheinlich die Verletzung mit einberechnet haben. Die heftige Verletzung. Erst gestern, glaube ich, war es, wo ich ein Video von ihm bei Instagram oder was Facebook gesehen habe, wo er wieder läuft und langsam wieder in Gange kommt. Also er wird bald wieder auf dem Platz stehen. Dennoch finde ich, ehrlich gesagt, ist ganz gerecht, dass er von 90 auf 88 kommt. Viele haben ihn geliebt, auch in FUT 17, also wenn man ihn überhaupt bekommen hat. Einige hatten ihn geholt bei Squad Building Challenge. Er bekommt von 72 Tempo auf 65. Das ist minus 7. Richtig heftig langsam wird Ibrahimovic in FIFA 18. Dennoch aber wird er richtig gut. Und falls du schon bemerkt hast, ab dieser Folge bis wir fertig sind mit den Rankings, jetzt unter meiner Webcam, hier siehst du es, siehst du natürlich auch, was für eine Attacke und was für eine defensive Rate hat er. Er ist Medium in Attacke, er ist Low in Defensive und natürlich Weak Foot ist schlechter Fuß. Wie gut ist er darin? 4 Sterne ist überragend. Skill Moves 4 Sterne. Finde ich persönlich ein Tickchen zu viel. Meine persönliche Meinung, 3 werden da eher angebracht, aber das ist auch nur meine Meinung. In der Physis bekommt er auch minus 4, das finde ich auch heftig, weil er ist ja groß, Kopfball stark, aber da wird wohl ein bisschen was getan und jetzt kommen wir zu Platz 29. Und da haben wir, wie ich vorhin Anfang dieser Folge angekündigt habe, diesen deutschen Spieler, nämlich Aubameyang, wo wir darüber diskutieren müssen. Bevor ich auf die Attribute eingehe, erstmal wieder, ihr seht das unten links, ich glaube, ich muss das jetzt nicht immer kommentieren. Er hat Weak Foot 4 Sterne, was auch wieder super ist, 3 Skill Moves. Ich glaube, so gut ist er gar nicht im Dribbling, dass das völlig in Ordnung, glaube ich, ist. Andere Sache, mit dem ich mit dir darüber diskutieren möchte, ist, er bekommt nur, ich mache das wirklich mal in Anführungszeichen, nur ein Upgrade von plus 1, von 87 auf 88. Und ich glaube, viele Dortmunder Fans, aber auch viele deutsche Fans sind nicht damit einverstanden, dass er nur ein Plus bekommt in der Gesamtstärke. Wenn man das mit Lewandowski jetzt mal vergleicht, er hat 91, ja, der kommt ja in den nächsten Folgen noch drin vor Lewandowski, weil wir wissen es schon, dass er 91 haben wird in FIFA 18. Ja, Lewandowski hat was ganz Spezielles, an dem Aubameyang niemals rankommen wird. Lewandowski hat wirklich so ein Ding, wo man sagt, der darf niemals den Ball am Fuß haben. Wenn der nur den Ball am Fuß hat, dann wird es gefährlich. Das hat man bei Aubameyang manchmal nicht so das Gefühl. Das muss man schon zugeben, dass Lewandowski einfach wirklich 1, 2 Stärken besser ist
als Aubameyang. Dennoch erinnere ich dich gerne daran, dass Aubameyang derjenige ist, der die Torjägerkanone gewonnen hat und sich geholt hat. Also ich finde 89, 90, das muss schon drin sein. Es ist einer der weltbesten Stürmer, den wir zurzeit haben. Ja, so finde ich, kein Wunder, Top-Teams wollten ihn haben, Real Madrid, Barcelona, englische Teams, alle wollten Millionen für ihn ausgeben. Er ist ein Top-Stürmer und ich finde 88 ist da zu wenig. Er bekommt eigentlich nicht vieles Neues dazu oder abgezogen, Pass minus 1 und Physis minus 2. Kommen wir zu Platz 28. Und da haben wir den einzigen Torwart heute, Nuri. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, liebe Franzosen. Grüße euch. Habe ich ja auch ein paar Zuschauer aus Frankreich. Und da, ja, ändert sich nicht viel. Von 88 bleibt 88. War ein komischer Satz. Er bleibt bei 88. Gesamt also null Veränderung. Im Hecksprung bekommt er plus 1. Im Handling minus 1. Ansonsten ändert sich auch bei diesem Spieler nicht so viel. Kommen wir zu Platz 27. Und da haben wir Godin. Godin. Ja, ändert sich auch nicht so viel. Ja, er bekommt da Dribbling plus 1, Physis minus 1. Wir haben hier den schlechten Fuß 3 Sterne, Skill Moves 2 Sterne. Er ist Medium im Angriff, er ist defensiv ein High. Also er ist eigentlich idealer Innenverteidiger für ein spanisches Team. Aber ansonsten, ja, mein Gott, er ist halt nicht der schnellste. Es gibt aber langsamere Innenverteidiger. Ich habe nicht viel dazu zu sagen, deswegen Platz 26. Und da haben wir Mats Hummels, ist jetzt nichts Unbekanntes mehr. Auch hier möchte ich mich nochmal bei dem einen oder anderen entschuldigen. Das vorletzte Video war das, glaube ich, wo ich gesagt habe, wir kommen zwar jetzt in die Bayern nur Downgrades. Das stimmt natürlich gar nicht, ihr habt vollkommen recht. Mats Hummels hat ein Upgrade bekommen. Thiago hat ein Upgrade bekommen, den haben wir gleich hier noch. Viele andere haben ja auch ein Upgrade bekommen. Also was auch immer ich mir dabei gedacht habe, ich habe wirklich nur an die Spieler gedacht, die ich aktuell in den Rankings präsentiert habe und nicht an die, die noch kommen. Ja, auch mal das dazu. Wie gesagt, Mats Hummels bekommt ein Upgrade von 87 auf 88. Finde ich okay. Er hätte sich ein bisschen mehr gewünscht, wie wir es vielleicht mitbekommen haben. Besonders was Tempo angeht, hätte er sich ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich finde nicht, dass Mats Hummels der mega schnellste ist. Obwohl 64 schon ein bisschen mager ist. So langsam ist er dann auch wieder nicht. Also, er bekommt im Gesamten plus 1, in Dribbling plus 1, in Verteidigung plus 1, in Pass plus 1, in Physis. Überraschenderweise in minus 1. Finde ich ziemlich krass eigentlich schon, weil eigentlich ist er doch da gar nicht so übel da drin. Und man sieht auch hier, er ist in Angriff High, also hoch, und eine defensive Medium. Also wenn du mit dem ein bisschen nach vorne gehen möchtest, ist der ganz ideal. Dass er nur hinten gut stehen soll, kann man sich drüber streiten. Platz 25. Und da haben wir einen nächsten Innenverteidiger, Thiago Silva vom PSG. Er bekommt ein Downgrade vom minus 1. In Tempo minus 2, in Schuss minus 1, in Dribbling aber plus 1 und in Verteidigung minus 2. Auch er schwächelt also so ein bisschen seine Mannschaft, wenn du ihn wieder einbauen möchtest in FIFA 18. Aber immer noch mega gut. Da gibt es auch wieder nicht so viel zu nörgeln. Man sieht auch, er hatte Angriff und Defensive High. Das ist wieder die Frage, also hoch heißt das, ist wieder die Frage, ob man das möchte, dass ein Innenverteidiger hoch spielt. Also ja, im Angriffssinne. Das hat ja auch wieder was so ein bisschen mit Taktik und so weiter zu tun und mit dem Spielstil. Aber schlechter Fuß 3 Sterne, Skill Moves 3 Sterne ist für einen Innenverteidiger auch echt nicht übel. Ja, also zumindest was die Skill Moves angeht. Jetzt kommen wir zu Platz 24. Da haben wir den nächsten Bayern-Spieler. Arjen Robben bekommt ja auch ein Upgrade von 87 auf 88. Er hat ja im Video gesagt, 90 möchte er. Das halte ich auch wirklich zu viel. 88 ist da völlig in Ordnung. Was ich auch korrekt finde von EA ist, dass er einen Schuss plus 1 bekommt, weil, mein Gott, wenn Robben was wirklich schnieke gemacht hat in der letzten Saison, waren es seine Schüsse. Sein Dribbling, ehrlich gesagt, überzeugt mich nicht so. Ich frage mich eher, warum immer wieder nicht die Mannschaften darauf trainieren und sich einstellen, dass er immer dasselbe macht. Er hat zwei gewisse Tricks, die er immer anwendet. Man muss sich auf beide einfach vorbereiten und muss intelligent sein auf dem Platz. Und dann kann man Robben eigentlich relativ einfach stoppen. Das schafft aber anscheinend wenige. Bis auch vor kurzem die TSG, die die Bayern 2-0 geschlagen haben. Ich freue mich, also jetzt mal nur so wegen der Bundesliga, freue mich, dass die Bayern verloren haben. Nichts gegen die Bayern und Bayern-Fans. Ich möchte jetzt hier nicht den Shitstorm starten. Ich sage einfach nur, es freut mich, dass ich das Gefühl bekomme, die Saison wird endlich mal wieder spannend. Platz 23 und da haben wir Bonucci. Bonucci, ja, da ist schon mal der erste spannende Punkt. Er ist ja gewechselt von Juventus Turin zu AC Milan. Das war ja schon eine Riesendiskussion. Die Fans sind ausgerastet von Juventus Turin. Richtig heftig und ich habe mir mal angeguckt, Italien ist ja gerade, während ich das Video aufnehme, am 5. Spieltag und AC Milan spielt den noch, haben nach 4 Spielen, ich glaube, es waren 4. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Sind sie auf Platz 5 oder so? Inter Mailand ist mega am Start. Juve natürlich mal wieder auf Platz 1.
Also ich bin sehr, sehr gespannt, was AC Milan machen wird in diesem Jahr mit diesem chinesischen Sponsor, mit den vielen Sachen, die sie... Sachen ist auch gut. Mit diesen vielen Spielern, die sie eingekauft haben. Er bekommt, wie gesagt, in seinem Alter auch nochmal richtig geil ein Upgrade von 87 auf 88. Aber im Tempo wird er langsamer von 70 auf 78. Also 2 Schuss nochmal dazu, Pass nochmal dazu und Dribbling auch nochmal dazu. Finde ich richtig, richtig geil. Ja, aber Dribbling würde ich jetzt nicht so viel mit ihm machen, weil Skill-Moves mit 2 Sternen und Innenverteidiger macht man ja eh nicht so viel. Jetzt kommen wir zu Platz 22. Und da haben wir Thiago. Ich habe ja schon gesagt, er kommt heute zurückgespult. Weiter geht's. Ich habe ja schon gesagt, er hat ein Mega-Upgrade. Plus 3. 85 auf 88. Finde ich absolut gerecht. Ich finde, er hat eine geile Saison bei den Bayern gespielt. Und mal gucken, wie die Saison laufen wird. In Verteidigung plus 4, in Pass plus 2, Skill Moves 5 Sterne, Leute. Also das wird richtig heftig und er hat natürlich Medium in Angriff und in Defensive. Er wird der perfekte zentrale Mittelfeldspieler. Würde ich natürlich gerne mein deutsches oder was auch immer Team reinpacken, was auch immer wir in Brofood machen werden. Schau dir das mal unter Infokasten an, das habe ich jetzt ja ein bisschen vorgestellt. Die Preseason hat damit angefangen schon und auch meinem privaten Team würde ich auch sagen, nicht übel. Aber ich glaube, es wird schwieriger, ihn zu bekommen. Und deswegen kommen wir jetzt zu Platz 21. Und da gibt es wieder einen Superhero, liebe Freunde. Er hat es gerade so in dieses Ranking reingeschafft, dass ich sage, er ist auch ein Superhero, er kriegt einen Superhero Award. Und das ist Dybala. Dybala hat nämlich 78 Stärke gehabt. Dann in FIFA 17 auf 86. Und hat natürlich auch viele Informs bekommen und so in FIFA 17. Und jetzt hat er es geschafft. Er hat auch das geschafft, was ich in den anderen Superheroes angekündigt habe. Er hat es geschafft, innerhalb von 2 Jahren 10 Attribute hochzukommen. Von 78 auf 88. Und das gibt von mir natürlich auch wieder den Superhero Award. Paulo Dybala ist voll mega am Start und wird, glaube ich, richtig viel Spaß machen, den zu spielen. Das muss man mal sagen. Als Spielmacher haben wir ihn ja jetzt. Er ist ja OM. Wenn du jetzt zum Beispiel auch noch Messi holst oder bekommst auf der rechten Seite und vielleicht dann, ich weiß nicht, also ich glaube, der wird öfter jetzt drin vorkommen in einem Food-Team, was man ja jetzt so in 4x17 nicht so erlebt hat. Wenn man jetzt, ich denke immer so an die E-Sportler, die ich mir angeguckt habe bei der VBL, bei der ganz großen FIFA World und so weiter, Championship. Daran denke ich dann immer, ne? Dass da natürlich einige Foodzocker es gab, die den genutzt haben, ist ganz klar. Wir schauen uns nochmal ihn komplett an im Vergleich. Er bekommt ein Upgrade von 86 auf 88. Tempo minus 2, Schuss minus 1. Überrascht vielleicht den einen oder anderen. Im Passen dafür wird er besser. Plus 4, Dribbling plus 1 und Physis plus 1. Skill Moves 4 Sterne. Ich glaube, hat er ja nicht mal 5 Sterne gehabt? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Kannst du mal reinkommentieren? Das war's mit diesem Video mit den Top 30 und 21. Bin sehr gespannt, was du kommentieren wirst. Ich bin sehr gespannt, ob du mal wieder Fehler von mir findest. Das wird sehr interessant. Morgen dann also die Top 20 bis 11, vermute ich mal. Kannst dir aber noch nicht bestätigen. Jedenfalls wird es natürlich wieder ein Video geben. Ich bin sehr gespannt, ob da sich noch was verändert, welche Spieler da drin vorkommen werden. Ein paar wissen wir natürlich schon, ist ganz klar. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und schau dir doch mal die anderen Ratings an, die anderen Top-Videos, die ich rausgeknallt habe mit Hashtag FIFA18Ratings. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!